Hallöchen hier, Dan Halef hier und willkommen zurück bei Song of Horror, wo es weitergeht, hier im Keller unter dem Antiquitätenschäft. Ja, wo ich jetzt nochmal höre, es ist nach wie vor leise und wo ich mich jetzt durch die Tür hier begeben möchte, endlich, ich gespannt bin, was mich erwartet. Wasser- und Gaszelle, im Moment habe ich keine Verwendung dafür. So. Hier ist auch nichts. Guck mal, da liegt was. Mhm. Platinmünze für Zolter-Automaten. Eine platinfarbene Metallmünze für den Zolter-Wahrsagautomaten. Es überrascht mich, wie viel dieses kleine Ding wiegt. Okay. Sagen, mache ich das mal zuerst. Bevor ich durch die andere Tür hier gehe. Nein, nein, geht auch. Auf geht's. So. Bin ich nochmal gespannt. Jetzt. Ich vermute mal, es ist die letzte Kugel. Diese Puppe hat gerade einen Zahn verloren. Soll das? Weisheitszahn. Was gab mir einen Erfolg? Die Zahnfee. Sammelobjekt. Der abgebrochene Zahn eines Wahrsagers. Okay, gut. Alles klärchen. Sammelobjekt, sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, gehst du wieder runter. Und gehst durch die andere Tür. Hey, what's going on here? Was ist da? Nein, 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 nein! I can't explain what's happening. Oh, ich hätte es hören können, ne? So, nochmal. Maybe I'm crazy. Maybe I should get a psychiatric evaluation. Ja, jetzt halt die Schnauze und hör euch an der Tür. Mann, du Lappen. Okay, ist leise. Dann würde ich sagen, schließe das mal auf. Good. Guck, was auf der anderen Seite ist. Oh, jetzt benutze die Lampe. I know it's a bit outside my area of expertise, but if the forensic team can do it. Was benutzen? Komm, mach das nochmal. Oh, Kinders, okay. Oh Gott, ah, okay, da ist ein Handabdruck gewesen. Mach das nochmal. Was. So, no, da hinten. Ein Haufen altes Krümpel. Ich muss einen Kleiderschrank finden. Und nicht das hier. Warum ein Kleiderschrank? Das ist so bescheuert. Okay.
Das war eine Puppe, ey. Boah. Okay. Lauter Puppen, okay. Right. Ein Haufen Arztkumpel, ich muss einen Kleiderschrank finden und nicht das hier. Okay, es geht hier lang. Blutbedeckter Kleiderschrank erwähnt. Das Luminol sollte mir helfen, den Schrank zu erkennen. Keine sichtbaren Spuren von Blut. Ich muss weitersuchen. Okay. Boah, die Scheiße ist sau verwinkelt, ey. Ich muss einen Kleiderschrank, nicht das hier. Hä, laufe ich im Kreis? Ja, ich bin wieder zurückgelaufen, ja genau. Ich muss hier lang. Oh, sag bloß, das bewegt sich jetzt auch noch mit mir. Ich muss hier lang. I have to apply luminol to the wardrobe and check whether it has traces of blood on it. Ich muss in die andere Richtung. Mann!
Oder wie? Oder was? Oder wo? Hier war ich ja schon. Jetzt ist wieder leise. Hier war auch kein Kleiderschrank. Okay, von hier kam ich. Nicht öffnen. Ich kann nur die Türen öffnen, die den Handabdruck haben. Hier. Aber das ist abseits der Spur, ne? Aber jetzt ist da nichts mehr. Ich muss weiter suchen. Boah. Die Türen sind aber auch versiegelt, ne? Sehe ich gerade.
versiegelt, deswegen kann ich sie nicht öffnen. Aber die hier geht. Hier ist auch nix. Mhm. Ein Haufen altes Krüppel. Ich muss einen Kleiderschrank finden, ja. Boah, ist gar nicht so einfach. Geh rein! Alter! Okay, da ist nix. So ist irgendwas. Offen als Krüppel. Okay, ist still. Der sieht gut aus. Ja, okay. Oh, great cat. This must be the marks left behind by a murder. I should listen to this tape. Das klingt nicht gut. Wir werden alle da sein. Verdammt, hier ist nichts. Ich habe das Gebäude durchsucht und immer noch keine Spuren. Ich muss den Besitzer, Herrn Färber, finden. Ich hoffe, er ist noch zu Hause. Das heißt, ich muss die ganze Scheiße jetzt wieder zurückrennen. Karte nicht verfügbar. Als ob ich mir das gemerkt habe. Hier, ne? Ich muss ja nur den Schildern hier folgen, ne? Farber's office. Okay, Mr. Farber's office. Da oben. Der hat die verschlossene Tür noch. Okay. Dann bringen wir es zu Ende. Ich hoffe, dass es nicht noch irgendwo herumpimmelt. Oh Gott. Okay.
Bitte, lieber August. Oh, das mit dem UV-Licht sieht auch echt gut aus. Okay, kann ich das ausschalten eigentlich? Nee, ist dauerhaft an. Okay, dann würde ich sagen, geh rein da. Oh, ich finde das mit dem UV-Licht, das ist nochmal so ein Stück weit intensiver, ne? Not my style to use this, but mach mal. Oh great God! Agent 113 is here. We gotta find it. Okay. Er ist tot. There was father. God. Don't even want to think about what must have happened in his final moments. Drei Erfolge. He was hanging from that noose with the bloody music box on the table next. I don't want to think about it, but somehow, very deep within me, I know the song was playing throughout his agony, stalking him to the very frontier between life and death. God. At least we had found the music box, and we knew where it came from. Le Grand Amesburg Auction, it said, on the list of product lots, alongside an address. According to Husha, things had improved after returning the box to Faber. So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this. It sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop and Mr. Faber's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manor that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaited us. For my little Ariadne read the engraving on the inside of the cover. Good for her then. What a job. Though the plot of land alone must be worth a fortune. Do you think the old granny will be here? I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Mr. Grant? Hello? This place gives me the creeps. Hello? Are you Miss LeGrand? Ariadne LeGrand? Amesburg. Pardon me? LeGrand Amesburg. It's hyphenated. Oh, well, my name is Daniel Neuer, and I work for a publishing firm. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy. But when you listen to it, that's its box. No, I think it belongs to you. On the cover, it says, I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Yes. He has listened to it. She is out of her mind. Well, at least she kept the box. Come on. Right. Let's get the hell out of here. In derselben Nacht. Thanks for giving me a place to stay. I think the walls would come closing in on me if I were alone. It's no trouble, Dan. You're going to be paying for any pizza, though. Of course. You can sleep in your bed. I'll stay here on the couch. Thank you, Your Majesty. Have a good rest, Sir Daniel. You too.
Lydia? Daniel, are you all right? That had not been a nightmare. I was awake, for certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husha might have the answer, but his whereabouts was still unknown, and his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers, among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husha, but this time, my life depended on it. Und wie das weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es dann weitergeht mit der dritten Episode, ein verschlungener Weg. Bis dahin. Danke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.